Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Masse, Gewicht und Kraft? Genau das erkläre ich dir in diesem Video mit einem Beispiel. Fangen wir einmal mit der Masse an. Und die Masse, das sind im Prinzip alle Atome eines Körpers, eines Stiftes, einer Tafel oder irgendeines anderen Gegenstandes oder Objektes. Die Masse, die ist überall gleich. Also ob ich den Stift, die Person, die Tafel oder etwas anderes auf der Erde habe oder auf dem Mond, das spielt für die Masse keinen Unterschied. Also das ist vollkommen egal für die Masse. Die ist nämlich überall gleich. In Formeln ist die Masse ein M. Oder ich schreibe schon mal die ganze Formel hin, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Und das ist diese hier. Also wir haben gesagt, die Masse, die ist überall gleich. Also zum Beispiel eine Person mit 75 Kilogramm. Das Problem oder die Verwirrung, die hier entsteht, ist, dass wir im Alltag Masse und Gewicht miteinander verwechseln. Also jemand wird gefragt, was wiegst du? Es wird also nach dem Gewicht gefragt und die Antwort ist 75 Kilogramm zum Beispiel. Es wird also mit der Masse geantwortet. Das heißt, im Alltag vermischen wir die Begriffe Masse und Gewicht. Im Physikunterricht sollte man das ein bisschen auseinanderhalten. Also es gibt einmal die Masse, das ist eine Angabe in Kilogramm. Und die Masse, die ist überall gleich. Egal, ob auf dem Mond, ob auf der Erde, ob auf dem Mars, in einem Raumschiff, überall ist die Masse gleich. So, was sich ändert, ist die Gewichtskraft. So, also ob ich auf der Erde bin oder auf dem Mond, hat eine andere Gewichtskraft zur Folge. Also das hier, ich nehme mal eine andere Farbe. Das hier ist die Gewichtskraft. Gewichtskraft. Und wie man sehen kann, hier steckt Gewicht und Kraft drin. Gewicht und Kraft. Das ist in der Physik 1. So, und die Gewichtskraft, die ist abhängig davon, wie viel Masse wir haben, wobei die Masse, wie gesagt, überall gleich ist, und welche Beschleunigung wir haben. Also G ist dann die Erdbeschleunigung in dem Fall. Es gibt auch die allgemeinere Schreibweise, also Fg ist gleich m mal a. So, und diese Beschleunigung, entweder a oder g, hängt davon ab, wo wir sind. Sind wir auf der Erde, dann wird das meistens mit einem g bezeichnet, und zwar der Erdbeschleunigung. Nehmen wir mal die blaue Farbe. Also in dem Fall hier, das ist die Erdbeschleunigung. Die wird in Formeln mit 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat angegeben. Jetzt kann sich allerdings die Beschleunigung ändern, wenn ich nicht auf der Erde bin, sondern zum Beispiel auf dem Mond. Dann nimmt man meistens nicht das G, sondern schreibt das Allgemeine einfach A mit Beschleunigung. Also das könnte zum Beispiel dann die Mondbeschleunigung sein. Also mal so. Zum Beispiel die Mondbeschleunigung. Die ist viel kleiner als von der Erde. Die liegt bei etwa 1,62 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Also viel kleiner als die Erdbeschleunigung. Das heißt, die Gewichtskraft, die ist abhängig davon, ob ich zum Beispiel auf der Erde bin oder auf dem Mond. Dadurch ändert sich die Gewichtskraft. Wir haben die Masse, die überall gleich ist. Wir haben allerdings die Gewichtskraft, die je nachdem, wo wir sind, verschieden ist. Das hier war einmal der Unterschied zwischen Masse, Gewicht und Kraft. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, dann schau doch gerne mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.